Hallöchen. Ich habe heute wieder eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen zur nächsten Fragerunde in Bezug auf Kind und Hund. Und heute geht es nämlich um das Verhalten nach einem Beißvorfall mit dem eigenen Kind. Ich glaube, hauptsächlich dreht sich es heute um das eigene Kind. Aber man kann sicherlich auch einiges auf andere Kinder übertragen. Genau, und deswegen begrüße ich die Karin Jüngling ganz, ganz lieb. Karin ist auch eine Trainerin aus unserer Trainienstadt Dominien-Gemeinde und beschäftigt sich eben ganz viel und gerne mit diesem Thema. Hi, Karin. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total. Ach so, Leute, wundert euch nicht. Mein Hintergrund ist furchtbar heute. Wir haben noch nicht alle Räume renoviert und ich musste mich zurückziehen, damit das Kind nicht stört. Also sitze ich in einem unrenovierten Raum heute. Also nicht wundern. Okay, Karin, jetzt geht's weiter. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ja, genau. Also mein Name ist Karin Jüngling. Ich komme quasi, ja. In der Mitte zwischen Köln und Düsseldorf bin ich beheimatet. Dort habe ich meine Hundeschule. Ich bin also Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin. Ich habe allerdings nicht so die klassische Hundeschule mit Hundeplatz und Welpen-Junghundetraining, sondern ich habe mich von Anfang an auf den Bereich Verhaltenstherapie spezialisiert, mache also überwiegend Einzeltraining, wenig Gruppentraining, meist dann für die eigenen Kunden, die also bei mir schon im Einzeltraining unterwegs sind und habe mich da spezialisiert auf Angst- und Aggressionsverhalten. Und deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, weil gerade das Aggressionsthema, finde ich, ist es ein sehr wichtiges, über das man sprechen sollte, vor allem wenn es dann natürlich auch um die Kinder geht. Absolut. Und genau deswegen freue ich mich auch so sehr, dass ich dich heute da habe. Und ich habe, Leute, endlich mal jemanden auch da, der, glaube ich, gar keine Hütehunde Richtig, richtig. Und das aus gutem Grund. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Was hast du für Hunde? Magst du es kurz Genau, sagen? also ich bin bekennender Molosser-Fan. Also ich Cool. hatte überwiegend Molosser auch bei mir im Training durch. Also ich glaube, das kennt jeder Hundetrainer, wenn man selber eine gewisse Rasse hat, dass das irgendwie die Kundschaft auch anzieht. Deswegen das Thema Molosser ist mir total wichtig. Es sind Hunde, die sehr, sehr, sehr schwer missverstanden werden. Sie sind genauso sensibel wie die Hütehunde und das wird gerne, gerne, gerne unter den Teppich gekehrt, weil sie oft groß sind, muskulöse Hunde sind und ja, haben mit sehr viel mehr Vorurteilen manchmal auch zu kämpfen als andere Hunderassen. Ja, und das ist total schön. Und ohne irgendwelche Vorurteile jetzt wieder hervorholen zu wollen, wahrscheinlich hast du trotzdem auch einige davon mit Beißvorfällen, weil sie nämlich oft missverstanden werden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Und ich glaube, Hütehunde hast du bestimmt auch schon oft im Training gehabt. Ja, also Das ist Hütehunde leider auch und so. Molosser ist bei mir ganz weit vorne. Was ich tatsächlich recht selten im Training habe, sind Jagdhunde. Ja, guck, die haben andere Probleme. Genau. Ja. Okay, prima. Ich habe Fragen vorbereitet. Ich würde die jetzt einfach nach und nach mit dir durchgehen. Und ja, bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, liebe Leute, ihr habt hier heute wieder ganz viel dabei, was ihr für euch mitnehmen könnt. Und ganz wichtig, immer wenn es um Aggressionsverhalten geht, wir können hier ein paar Infos geben und wir können auch manche erste Sofortmaßnahmen und sowas erklären. Und im schlimmsten Falle, wenn es passiert ist, bitte, bitte holt euch einen Trainer ins Haus. Das geht nicht anders. Okay, dann gehen wir direkt zu Frage 1. Karin, warum beißt ein Hund ein Kind? Ja, ich habe mir über die Frage so ein paar Gedanken gemacht, weil man neigt natürlich schnell dazu, jetzt zu gucken, okay, es gibt dann Ressourcenverteidigung, es gibt dies, das, jenes. Es gibt ja viele Gründe, warum ein Hund beißt, aber eigentlich kann man das alles ziemlich stark runterbrechen auf die Tatsache, dass wir Menschen einfach die Körpersprache unserer Hunde nicht genau genug verstehen, dass Kinder natürlich noch viel weniger die Körpersprache verstehen. Also es gibt ja auch Untersuchungen, in denen Kindern Bilder von Hunden gezeigt wurden, die Aggressionsverhalten zeigen, also Knurren zum Beispiel. Und diese Bilder werden von Kindern bis 6 Jahren oft als Lächeln interpretiert. Das Das heißt, ist es spannend, gibt, ne? ja, ganz genau. Und das muss man sich erstmal klar machen, dass ein Kind das gar nicht so interpretieren kann. Und dass das einfach so ist, dass die kleinen Zeichen bei Hunden oftmals nicht gesehen oder nicht ernst genommen werden. Also simple Sachen wie ein Meideverhalten, Hund läuft einen Bogen, ich gehe den Flur lang, der Hund läuft einen Bogen.
Das sind so ganz simple Sachen, über die halt im Alltag gerne mal weggegangen wird, weil man sagt, ach Gott, jetzt stell dich nicht so an, geh halt zur Seite, ne? Und das ist natürlich auch völlig okay. Ein stabiler Hund, der entwickelt jetzt kein Aggressionsverhalten, nur weil ich im Flur zweimal auf ihn zugelaufen bin, ne? Das ist schon mal klar. Aber es ist doch tatsächlich so, dass ja, es im Prinzip für meinen Geschmack sollte es bereits in der Grundschule ein Lehrfach Umgang mit dem Heimtier geben, dass auch die Kinder damit groß werden, das lernen später im Biologieunterricht sollte das ganz klar die Körpersprache von Hunden, auch von Katzen, gelehrt werden, damit die ein Verständnis dafür kriegen, wann eine Situation gefährlich werden kann. Ja, Das ist das das wäre gut. eine. Genau, und das andere ist natürlich, dass sehr oft noch recht traditionell mit dem Hund umgegangen wird. Das heißt, es wird natürlich, wenn der Hund knurrt, werden gerne noch Strafen eingesetzt, weil das geht ja gar nicht, dass der Hund knurrt. Und aus solchen Strafmaßnahmen kann dann eben entstehen, dass der Hund in der sogenannten Eskalationsleiter einfach mal ein paar Schritte überspringt und dann eben nicht mehr warnt, indem er knurrt, nicht mehr warnt, indem er sich wegdreht, sondern sich dann entscheidet, eben mal nach vorne zu gehen, um eine neue Strategie auszuprobieren, ob die effektiv ist. Und Ja. dann kommen wir eigentlich zum richtigen Problem. Denn immer dann, wenn der Hund feststellt, wie effektiv Aggressionsverhalten ist, dann lernt er damit natürlich auch zu sagen, ach Mensch, bin ich blöd? Ich habe mich immer weggeduckt, ich habe immer versucht, das ja auf sanftem Niveau zu machen, das hat nicht funktioniert, haben die nicht verstanden. Aber ey, guck mal, wenn ich nach vorne schieße, dann räumen die den Weg. Ja. Also, knurren bitte nicht strafen, das ist echt eine coole Kommunikation, eine schöne und deutliche Kommunikation und noch eine nette. Ganz genau. Und das darf man nicht vergessen, dass das nett ist. Ein Hund, der knurrt, ist unwahrscheinlich nett. Denn Ja, über, das ist, also genau, das ist kein Spaß, das ist wirklich ja, nett. übersetzt in die Menschensprache ist es nichts anderes, wie wenn ich sage, hey, Stopp. jetzt reicht's, stopp. Kein Genau. Schritt weiter auf mich zu, es reicht. Und das gilt halt einfach zu respektieren und dann natürlich aber zu gucken, warum reagiert der Hund denn so? Was war das jetzt für eine Situation? Kann ich diese Situation vielleicht so verändern, dass der Hund beim nächsten Mal sagt, okay, so unangenehm ist es dann doch nicht? Ja, genau. Und auch da im Zweifel schon einen Trainer dazu. Definitiv, ja. Genau. Ja. Okay, das passt, glaube ich, so, ne? Dass man einmal versteht, warum das passiert. Und was ich immer wichtig finde, Kinder sind auch für Hunde schwierig zu verstehen mit ihren Bewegungen und Ja, ihren Tönen. Also ich sehe das bei meinem Linus im Moment, der fängt jetzt an und hat das Kreischen gerade wieder total für sich entdeckt. Und wenn der so krabbelnd, kreischend auf die Hunde zugeht, muss ich, also möchte ich frühzeitig eingreifen. Und das ist, glaube ich, für die Hunde echt zum Teil sehr unangenehm, einfach schon in den Ohren. ganz genau. Also gerade wenn Kinder anfangen, dann zu laufen, noch ein bisschen sehr unkoordiniert sind oder später auch ziemlich schnell durch die Bude flitzen. Ist es schon so, dass das für den Hund auch bedrohlich wirkt, dann noch schreiendermaßen oder schön mit irgendwelchen Gegenständen durch die Luft werfen und so weiter. Für Ja. den Hund muss man vielleicht auch verstehen, ist ein Baby, ein kleines Kind nicht gleichzeitig ein Mensch aus der Ja. Perspektive des Hundes. Für den Hund ist das erstmal was Komisches. Also ich nenne es immer ganz gerne, da ist so ein kleiner Alien, ja, der Ja. macht komische, quietschige Geräusche, aber Hunde speichern Menschen in erster Linie ab über die Körperhaltung. Also ein Mensch steht auf zwei Beinen und zwei Arme hängen runter. Und das ist nun mal bei kleinen Kindern nicht immer der Fall, auch bei Krabbelkindern nicht, bei Kindern, die anfangen zu laufen, aber eben manchmal doch noch umfallen. Das ist für die noch nicht ganz klar, dass es ein Mensch ist. Und deswegen kann auch die Verantwortung nicht darin liegen, dass man sagt, okay, das Kind muss gleichzeitig mit der Rudelchef werden. Ja, dass das Ja. nicht passiert. Das ist Ja. ein Stück, sehr viel Stück Verantwortung, das man einem Kind überträgt, das überhaupt gar nicht in der Lage ist, solche Situationen überhaupt zu bewerten. Ja, wichtige Info, genau. Ich gehe mal zur zweiten Frage über. Gibt es bei den Ursachen Unterschiede
die sich auf das spätere Training und das Zusammenleben auswirken. Kannst du da irgendwas ausmachen? Ja und nein, würde ich mal sagen. Also natürlich sind die Ursachen sehr unterschiedlich. Der eine Hund kommt nicht gut damit klar, wenn es irgendwo eng wird, ne? Gerade so in Fluren oder Geschirr anziehen, solche Situationen. Oder Ressourcen, wenn der Hund eine Ressourcenthematik hat, ist natürlich klar, dass ich jedes Mal an der Ursache, erstmal an der Ursache arbeiten muss, egal was die Ursache ist. Trotzdem gehört weiterhin oben drüber eben die Tatsache, dass die Körpersprache des. Bist du noch da? Ja, ich habe gerade einmal aus und angemacht, weil Gut. das hier irgendwie flackert. Ja, dass die Körpersprache des Hundes gelesen werden muss, dass verstanden werden muss, okay, was sind das für Ursachen, die es überhaupt gibt? Und dann natürlich immer in Kombination mit einem Trainer, würde ich sagen, definitiv Ursachenforschung betreiben. Der Trainer kann ganz andere Fragen stellen. Ja, der kann die Situation neutral bewerten, der kann genau gucken, okay, hier sehe ich eine Schwierigkeit, hier sehe ich eine Schwierigkeit. Und dann kann man an den Ursachen einzeln arbeiten, an jeder Ursache irgendwo ein bisschen anders. Und es Ja. ist auch ein großer Unterschied für unsere Zuschauer hier direkt nochmal, ob ein Hund aus Unsicherheit ein Verhalten zeigt oder ob es tatsächlich zum Beispiel eine Ressource, Futter oder keine Ahnung, Liegeplatz, irgendwas ist, was er gut findet, Spielzeug. Das macht echt einen großen Unterschied im Training. Und auch da kann ich wieder nur sagen, holt euch einen Trainer dazu. Und aus diesem Grund finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass Kinder zum Beispiel dem Hund kein Futter wegnehmen oder kein Spielzeug einfach wegnehmen. Ich habe jetzt einen im Training mit einem jungen Labrador und das Kind kommt auch mit und der trainiert toll mit dem Hund. Und letzte Woche haben wir Ausgeben von etwas Essbarem geübt und sowas gehört einfach für mich in Erwachsenenhände. Fertig. Definitiv, definitiv. Ja. Was für mich auch noch klar ist im Bereich der Ursachen, ist, dass ja, die Anschaffung eines Hundes an sich nicht primär manchmal naiv ist, aber die Auswahl der Rasse. Die Auswahl der Rasse, es wird sehr oft naiv betrachtet. Und natürlich, wenn man sich eine Rasse aussucht, dann sucht man diese sich irgendwie nach persönlichem Gusto aus. Ja, ich sage ja, ich bin der Molosser-Fan, du bist der Hütehund-Fan, ja. Nur ich habe mich damit anders beschäftigt. Also wenn man natürlich in irgendwelche Suchmaschinen ins Internet eine Rasse eingibt, dann kriegt man immer so eine sehr, sehr, sehr allgemeine Beschreibung eines Hundes. Und es ist auch für Hundehalter schwer, diese Rasseeigenschaften richtig zu interpretieren. Ja, wenn da bei einer Rasse steht, ist reserviert gegenüber von Fremden, ja, dann denke ich erstmal, ja, ist ja super, soll ja nicht zu jedem hinrennen. Ja, dass aber eigentlich der Grund für diese Aussage ist, dass es sich um eine Wachhundrasse handelt, die sehr wahrscheinlich auch territorial sich verhält. Das heißt, Besucher eben nicht auf dem eigenen Territorium dulden soll. Und was zur Folge hat, dass wenn der Hund in die Jugendentwicklung kommt und es kommt Besucher, der Hund nicht mehr plötzlich freundlich mit dem Schwänzchen wedelt, sondern sich eben seiner Aufgabe, Momente mal, wer Fremder, nee, kommt hier nicht rein. Und das finde ich auch sehr häufig bei den Kunden, die mich kontaktieren, wo es um aggressive Hunde geht, dass sich mit der Rasse viel zu wenig auseinandergesetzt wurde. Auch bezogen auf Auslandstierschutzhunde. Also wir haben hier witzigerweise aktuell eine sehr starke Häufung von Auslandshunden aus Rumänien, die starkes Territorialverhalten zeigen. Und wenn man genauer guckt, handelt es sich dabei immer um Herdenschutzhundmischlinge. Und wenn man sich natürlich mit der Rasse nicht beschäftigt hat, dann ist man auch ein bisschen übermannt davon, wenn der Hund sich so verhält, wie er eigentlich sich verhalten soll. Genau, und man kann im Zweifel auch überlegen, ob die Rasse wirklich in Frage kommt. Und ich habe auch viele, die wirklich sich über Aussies zum Beispiel gute Gedanken gemacht haben. Und wir haben immer wieder Leute, die sich das nicht so ganz gemacht haben und vielleicht auch nicht mal nachgefragt haben, was da eventuell auch noch kommen könnte, was man nicht so gerne haben möchte. Und deswegen, wer sich das überlegt, einen Hund anzuschaffen einer bestimmten Rasse, weil Mischling ist natürlich auch ein bisschen immer
ein Immer. Fragezeichen dabei. Genau. Aber fragt die Züchter auch mal, was das so an Nachteilen mit sich bringt, die Rasse. Oder was da vorkommen könnte, was vielleicht nicht so erwünschtes Verhalten ist. Und bei Auslandstierschutz oder generell bei Tierschutzhunden sollte man gut wählen und sich gut beraten lassen von der Tierschutzorganisation und sich das gut überlegen, wenn kleine Kinder im Haus sind, weil es einfach oft Angstproblematiken gibt und das eben auch schnell zu Aggressionsverhalten führen kann. Ganz Okay, genau. das dazu. Nächste Frage, oder? Ich hatte zwar gerade noch eine Idee, aber ich habe sie auch schon wieder vergessen. Kommt Kommt später, sonst hau bestimmt rein. noch. Einfach raus, wenn es kommt. Die nächste Frage, die finde ich total toll und ganz wichtig. Die hat mir eine Freundin auch mit auf den Weg gegeben. Welche Tipps zum Umgang mit der Angst hast du für Eltern und Kind? Also je nachdem, wie alt das Kind ist. Beziehst du die Angst jetzt vor einem Beißunfall? Nee, nach. Nach, genau. Weil es gerade da Okay. ganz häufig ist, dass wir auch im Training schon Leute hatten und man hört es auch von anderen Seiten, wenn da mal was vorgefallen ist, dass natürlich auch die Eltern massive Angst haben, dass ihrem Kind sowas nochmal passiert. Und dass aber natürlich auch Kinder daraus Ängste entwickeln. Und ich Ganz meine, genau. bei Kindern muss man immer gucken, wie können die schon mit Angst umgehen, was kann man denen auf den Weg geben. Aber gerade auch für die Eltern finde ich das echt wichtig, dass auch die irgendeinen Umgang mit der Angst lernen, damit die auch wieder entspannt damit umgehen können, weil wenn die Eltern schon nur noch angespannt sind, dann ist es für zu Hause echt schwierig. Ja, absolut. Ja. Also ich hasse diese Anrufe. Ja, da schaudert es mich jedes Mal. Ich habe jedes Mal eine Gänsehaut. Das sind Anrufe, das sind voller Emotionen. Da ist ein weinender Mensch am Telefon, der sagt, oh mein Gott, der Hund hat das Kind gebissen. Nicht immer nur Kinder, es können auch Erwachsene betroffen sein. Der Hund hat zugebissen, es gibt eine Verletzung, mehr oder weniger schwere Verletzungen. Die erste Intention der Menschen ist immer sofort, der Hund muss weg. Der Hund muss weg, Was ja das geht gar verständlich ist nicht. erstmal. Ja. Definitiv. Da habe ich auch vollstes Verständnis. Und meine erste Reaktion ist natürlich erst einmal, die Menschen ein bisschen abzuholen, da wo sie stehen. Einfach erstmal das Verständnis zu zeigen und zu sagen, wir atmen jetzt erstmal gemeinsam durch und lasse mir dann die Situationen auch erstmal schildern, möglichst genau, was oftmals im ersten Moment gar nicht so gut möglich ist, aber Ja. mit so ein bisschen Durchatmen und so ein bisschen abholen können die Menschen mir dann erzählen, wie es genau zur Situation kam. Oder aber leider in Bezug auf Kinder gibt es auch ganz oft keine Erklärung, weil die Menschen nicht im selben Raum anwesend waren. Oder einfach nur mit dem Rücken zu der Situation standen, Ja. dass irgendwas ziemlich schnell passiert ist. Und ganz oft kann man allein aus den Erklärungen heraus schon erste kleine Rückschlüsse finden, zu sagen, ach ja, okay, guck mal, in der Situation, dass ich das erstmal so ein bisschen erklären kann und sagen kann, jetzt atmen wir alle mal ein bisschen durch, ja. Gibt es die Möglichkeit, dass der Hund oder das Kind vielleicht ein, zwei Tage fremdbetreut wird, also das Kind vielleicht zur Oma oder zum Opa oder der Hund zu einem Familienmitglied oder irgendwas, dass man einfach nur mal kurz sich so ein bisschen Ja. wieder sammeln kann? Ja. Das ist für mich so das Erste, um dann neutral noch einmal über die Situation zu sprechen. Dass ich dann auch die Möglichkeit habe, einmal vor Ort zu kommen, mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Wichtig ist immer, bei Kindern ist es super wichtig, finde ich, die Angst auch ernst zu nehmen. Unbedingt. Angst, also wie beim Hund, hat auch beim Ja. Menschen einen Grund. Genau, Klar. weil es gibt schon Fälle, wo die Verletzung gar nicht groß war. Also da gibt es vielleicht mal einen kleinen Kratzer oder so beim Kind. Und die Eltern sagen, ja, war ja nicht schlimm. Sage ich, nee, 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 nee. Das entscheidet Ja. immer noch das Kind, wie schlimm das war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mit dem Kind zusammensetze, natürlich mit den Eltern daneben, und ich da einfach nochmal frage, und wie war die Situation? Und ich frage auch, hast du jetzt Angst, wenn der Hund wieder reinkommen würde? Dass die meisten sagen, ja, Angst jetzt nicht, aber so ein bisschen Respekt, so ein bisschen Angst, mulmig, ja. das Gefühl, ne?
Und ja, das ist halt das Wichtigste, dass man da erstmal genau reinhört, erstmal genau guckt, was braucht das Kind, wie stark ist das Kind beeinträchtigt. Immer dann, wenn das Kind beantworten würde, dass es sich um eine Angst handelt, wirklich, dass das Kind wirklich sagt, ich habe Angst, wenn der Hund jetzt noch mal reinkommt, würde ich immer und zwar sofort einen Kinderpsychologen dazu nehmen. Definitiv. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist auch überhaupt nicht meine Kernkompetenz. Und so viel ich über Hunde weiß, so wenig weiß ich über Kinder, wenn es sich dann um die Psyche handelt. Und auch für die Eltern ist es, denke ich, gut, wenn da ein Profi sitzt mit dem Kind, das aufarbeitet. Alles andere ist Training und Management mit dem Hund. Da, das Und es kann wäre so man schade, wenn machen. ein Kind wegen einem Vorfall, den man vielleicht sogar hätte vermeiden können, wenn man anders vielleicht vorher was gemacht hätte. Was ist denn hier mit meinem Video heute? Und das Kind dann total Angst hat, irgendwie in sein Leben gezeichnet ist. Das wäre so schade, weil es halt häufig tatsächlich vermeidbar wäre, glaube ich, viele Sachen. Und man so natürlich ein Kind haben könnte, was es gar nicht erleben müsste, weil wir Eltern da manchmal nicht so gut aufpassen, wie wir sollten. Und ich weiß selber, ich habe jetzt ein Kind, ich weiß jetzt, wie schwierig das ist, aber trotzdem ist es halt mein Job. Ja, Und das ist genau. anstrengend, kann ich definitiv sagen, das ist total anstrengend, manchmal mit einem mobil werdenden Kind und zwei Hunden, aber es ist trotzdem mein Job. Ganz genau. Und Kind und Hund kann man halt einfach nicht unbeaufsichtigt lassen, schon gar nicht, wenn es ein Hund ist, der nicht in der Familie aufgewachsen ist, der jetzt irgendwie, ne, zum Beispiel aus dem Tierschutz dazukommt, wo man die Vorgeschichte noch nicht kennt. Bin da. Und gut, und es ist ja ganz oft mal so, wenn die Hunde frisch in die Familie kommen, ist alles noch okay, aber irgendwann fängt der Hund dann an, erstmal seine Köfferchen auszupacken. Oder mit der Jugendentwicklung in der Teenagerzeit, ne? Alle Welpen sind ja so toll und die hören ja alles so gut und das ist ja alles klasse. Aber dann kommt die Jugendentwicklung und dann treten da unter Umständen noch Ängste, Aggressionsverhalten und so weiter auf, wo man einfach am Ball bleiben muss, wo man gucken muss, dass man ja an den Ursachen arbeitet. Und für die Erwachsenen kann ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe früher eine ganz dolle Phobie, es war tatsächlich, glaube ich, am Ende fast eine Phobie, vor Bienen und Wespen gehabt und mir hat eine Hypnose geholfen. Ich habe nicht dran geglaubt und ich habe es nur gemacht, weil es eine Bekannte von mir gemacht hat und ich kann seitdem entspannt mein Leben leben und ich konnte vorher nicht mal draußen auf einer Feier etwas Süßes trinken, weil ich immer Angst hatte. Also ich war so beeinträchtigt, dass ich das nicht mehr konnte. Und deswegen kann ich mir denken, dass das vielleicht auch bei manchen Erwachsenen, wenn man dafür offen ist, bei sowas helfen kann. Oder auch da sich jemanden suchen, der vielleicht als Coach in der Richtung weitergebildet ist, um auch da für sich selber einfach Strategien zu entwickeln, damit umzugehen im Alltag. Ja, definitiv. Ja, okay. Nächste Frage. Welche ersten Sofortmaßnahmen kann man ergreifen, wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen oder eben vom Hund gebissen wurde? Genau. Also mein erster Impuls oder erster Vorschlag ist immer kurz mal 1, 2 Tage trennen. Ja, wenn das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, über die Managementmaßnahmen ein Kindergitter irgendwo zu installieren, wo man Kind und Hund also sicher trennen kann, sodass man einfach auch mal auf Toilette gehen kann, auch gerade wenn man alleinerziehend ist oder so. Wie mache ich das jetzt alles? Aber über ein Kindergitter kann ich das so trennen, dass ich mich auch mal entfernen kann, dass Kind und Hund separiert sind. Wenn der Hund gut alleine bleiben kann, damit kein Problem hat, geht natürlich auch eine geschlossene Zimmertür zur Eigensicherheit. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie der Hund ist. Ist eine geschlossene Zimmertür, aber davor trotzdem noch ein Kindergitter, dass wenn man die Tür aufmacht, dass eben nicht sofort der Hund rausstürzt, trotzdem auch eine Kombinationsmöglichkeit. Ich bin ja gerade so, kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Kinder können natürlich ihre Händchen auch durch Kindergitter stecken. Ne? Wenn ich dann alleinerziehend bin und ich muss jetzt mal auf Toilette oder ich muss mich mal duschen, ja, dann ist es halt besser, eine Zimmertür auch mal zu schließen, um da wirklich ganz sicher sein zu können. Maulkorb-Training ist natürlich auch eine super wichtige Sache. Ich bin ein riesen Maulkorb-Freund.
Ja. Auch bei Hunden mit anderen Problematiken, auch Artgenossenproblematiken draußen oder so. Es ist total schön, wenn der Hund einen riesigen, tollen, offenen Maulkorb trägt. Da gehen einfach die Leute schon von sich aus auf die andere Straßenseite. Das ist unheimlich praktisches Werkzeug. Ja. Es Was ist nicht sagst du? immer, Ja, ja, nee, sag es erst. ist nicht immer möglich, nach einem Beißvorfall dann erstmal ein Maulkorbtraining zu starten, so weit vorweg. Da kommt der Maulkorb auch einfach mal drauf. Auch wenn das nicht schön ist, das üben kann man hinterher noch, aber die Sicherheit geht vor Ja. und das ist das Allerwichtigste. Wie lange sollst du so einen Hund einen Maulkorb tragen? 24/7? Naja, das kommt auf die Schwere an. Ja. Also im Normalfall reicht das, wenn es Situationen gibt, wo ich jetzt Kind und Hund in einem Raum haben muss oder wo es Ja. eigentlich auch okay ist, die zwei zusammen zu haben, aber nur so für die eigene Sicherheit, für die eigene Psyche dann nochmal, Ja. ach, ist mir lieber, weil sollte, dann kann aber nichts passieren. Das lässt sich zeitweise. Es ist auch eine tolle Sache, nach einem Beißvorfall zum Beispiel den Maulkorb aufzusetzen und dann zu sagen, okay, Kind und Hund sind in einem Raum, ich bin aber voll konzentriert, ich bin ausgestattet zum Beispiel mit tollen Leckerchen und während das Kind sich mit irgendwas beschäftigt, dann belohne ich den Hund fürs Zugucken, fürs ruhig liegen bleiben, fürs im Körbchen bleiben und bin aber Ja. trotzdem sicher, dass wenn irgendwas ist, eben keine weiteren Verletzungen passieren können. Ja. Und die Leine dran. Ganz Genau. genau. Auch im Schneller Haus. Zugriff ist auch im Haus Ja. eine wertvolle Sache. Ja. Ja, genau. Gibt es noch mehr Erste-Hilfemaßnahmen? Ich glaube, das. Gemeinsam wieder schöne Dinge zu machen. Auch das. Ja. Also nicht zu stark jetzt Kind und Hund nur noch trennen. Das kann beim Kind die Angst stark befeuern. Ja. Weil jetzt plötzlich der Hund nur noch isoliert ist und Mutti Vati extrem beäugen, wenn das Kind da näher kommt. Das kann auch richtig nach hinten losgehen. Also schöne gemeinsame Dinge machen, je nach Alter des Kindes, Ja. dass das Kind nur dabei ist und nicht mal ein bisschen Sitzplatz, Pfötchen und solche Geschichten, die einfach schön sind, wo das Kind zugucken kann. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja. Und wahrscheinlich dann am besten mit zwei Erwachsenen. Einer Ja. fürs Kind, Im einer für Optimalfall. Hund. Das wäre natürlich cool. Und für, ich glaube, für Alleinerziehende könnte man bestimmt aber auch gucken, ob man Oma, Opa oder vielleicht Freunde als zweite Person mal dazu nimmt. Genau, oder man arbeitet halt über ein Bleibsignal zum Beispiel. Ja. Das geht auch. Man kann in der Mitte sein, der Hund rechts, das Kind links. Kind kann Ja. man nicht so gut steuern, Hund kann man eigentlich sehr gut steuern. Ja, das ist so genau. Ja. Und die wenigsten Hunde, die wollen sofort drauf, ne? Also Ja, das ist ja. ja auch einfach so. Meistens ist das aus irgendeiner Situation heraus entstanden. Und der Hund, also ich kenne wenig Hunde, die beißen wollen, Ja. sondern meistens ist es halt aus irgendeiner Situation. Und wenn man das anders macht, ist das Problem schon mal viel, viel, viel kleiner, sodass man tatsächlich auch solche Dinge, was du sagst, wirklich machen kann. Genau. Daher ist es so wichtig, dass ein Trainer da einmal drüber guckt, wenn sowas Ja. passiert ist, ne? Weil ich habe ausgesprochen häufig natürlich auch Hunde im Training, die gebissen haben aus Schmerzen. Also ich erinnere mich an einen Fall, war das Opfer in Anführungszeichen, klingt immer so hart, ne? War aber eine erwachsene Person. Das war die Hundebesitzerin, die wollte sich gerade runterbeugen zu ihrem liegenden Hund, um ihn zu streicheln, weil er gerade da so schön lieb lag. Ihr Ehemann saß neben dem Hund. Und in dem Moment, wo sie gerade sagen wollte, oh, bist du ein Feiner, hat er dem Hund einmal so auf die Hüfte gepatscht. Ja, jo, du bist so ein Feiner. Er hatte leider, und das war zu dem Zeitpunkt unbekannt, einen massiven Hüftschaden. Das Also heißt, richtig tolle der Schmerzen in dem Ehemann hat Moment. durch das Patschi-Patsch einen Schmerzreiz, einen heftigen Schmerzreiz ausgelöst. Und der Hund schnellte eben nach Oh oben in nein, dem ja. Moment, als die Frau nach unten kam. Da kannst du dir vorstellen, wie die zwei auch noch mit Bewegung aufeinandertreffen, dass Bitte. das gar nicht hübsch war. Ja. Und der Hund hat nie wieder gebissen, sondern es war ganz klar an der Situationsschilderung nachher, wenn die Emotionen Ja. raus waren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Klaps zu tun hat, recht hoch war. Ja, und dann ist man zum Orthopäde gegangen und der Hund musste auch operiert werden und Ja, hat siehst auch du. eine Dauerschmerzmedikation bekommen und ist nie wieder was passiert. Ja, Ja. genau. Und auch deswegen, wenn ein Hund beißt, Hundetrainer rufen und dann gegebenenfalls auch mal zum Tierarzt.
Einfach Ja, mal checken lassen. ja. Ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, die Sofortmaßnahmen aber abgehakt. Welche Managementmaßnahmen gibt es? Und ich glaube, ein bisschen überschneidet sich das jetzt. Sowas wie Ja. Leine dran ist oder Türgitter, hast du schon gesagt, ist auch Management. Hast du noch mehr? Genau. Ja, Management ist ja im Prinzip alles. Natürlich habe ich den Hund ein bisschen Ach so, bis, stopp. ja. Müssen wir Management erklären? Ich glaube, wir sollten einmal Management Ja. erklären in diesem Zusammenhang. Management meint, dass wir es verhindern, dass der Hund und das Kind nochmal so zusammenkommen, dass da ein Biss stattfinden kann. Also Management heißt eigentlich jetzt, wir machen es möglich und wahrscheinlich, dass da nichts passiert und unwahrscheinlich oder unmöglich, dass da was passiert. Jetzt du. Ganz genau. Also das sind ja im Prinzip schon die Maßnahmen, die wir auch besprochen haben. Ein Maulkorb ist ein Management, das Babygitter ist ein Management, Bleibtraining ist ein Management. Und ich Ja. finde, an alle Zuschauer wirklich, übt halt, bleibt mit eurem Hund, egal welchem Hund. Bleib ist das wichtigste Werkzeug auf dem Planeten Erde, egal ob der Hund steht, sitzt, liegt oder einen Ja. Handstand macht. Wenn der bleibt, kann ich ihn stoppen kann in einer Sekunde. Dann habe ich auch die Möglichkeit, mir das Kind noch einmal zu nehmen und zu sagen, nee, mein Schatzi, so war nicht Ja. der Plan. Ja. Ja. Dann optische Barrieren sind für Kinder auch ganz gut. Also, dass man auch das Hundekörbchen einzäunt oder sonst wie markiert. Für Kinder sind optische Barrieren klarer, als nur zu sagen, geh nicht hin Ja. zum Hund. Ja. Dann auch bei Kindern funktioniert es genauso wenig wie beim Hund. Eine reine Nein-Argumentation, geh da nicht hin, bedeutet, das Kind wird auf jeden Fall hingehen. Fasse bitte nicht auf die heiße Herdplatte, patz, ja, sondern die Argumentation ein bisschen zu ändern und sagen, wenn der Hund sich aufrichtet, kommst du zu mir. Wenn der Hund das Körbchen verlässt, kommst du zu mir. Wenn der Hund knurrt, kommst du zu mir. Ja, Wenn du genau. Angst hast, kommst du zu mir. Und das ist sehr, sehr, sehr viel hilfreicher. Ja, und fürs Kind total gut zu verstehen. Ja. Ja, schön. Gute Ideen. Das sind schöne Sachen, finde ich. Und eigentlich bei allem zu mir, fände ich als Mama auch echt gut. Ja. Also aus der Ja. Mama-Sicht, dass ich mein Es Kind ist. beschützen möchte, wenn mein Kind zu mir kommt, wenn irgendwas passiert. Dann bin ich gerade total am Hebel und kann eingreifen. Ganz genau. Das mache ich mit meinem Hund genauso. Also der ist auch aus dem Tierschutz, aber er war Welpe. Und das Einzige, darf man ja als Trainer gar nicht sagen, ne? Aber nahezu das Einzige, was er kann, ist immer zu mir kommen. In jeder wichtig. Situation. Ja, also der kann draußen keinen Platz, der legt sich nicht hin, wenn die Wiese nass ist und das ist mir völlig egal. Aber wenn Ja. ein anderer Hund auftaucht, wenn ein Mensch auftaucht, wenn da was Gruseliges ist, er kommt zu mir. Und er kann bestimmt irgendwie bleiben. Und der kann sehr gut bleibt. Ja, finde ich auch wichtig. Mir Ja. hat es auch gerade jetzt mit dem Linus, als er ganz klein war, einfach viel geholfen. Immer eben auf die Decke und bleibt da, wenn ich das Kind wickel, wenn ich hier irgendwie durch die Bude laufe, weil es weint, weil es 3 Monatskoliken hat oder sowas. Das hat mir alles echt viel geholfen. Genau, auch die Ja. Situation, ich muss mal auf Toilette oder ich muss auch mal in die Dusche. Ein Hund kann auch Viertelstunde oder 20 Minuten bleiben. Das ist durchaus möglich. Genau, wenn man es entsprechend aufbaut. Genau, und wenn er Spaß dabei hat und einfach nur Genau. entspannt, da freut er sich vielleicht sogar, dass er Ja. endlich mal wieder bleiben darf. Ja, genau. Okay. Management, Haken dran, oder? Ja. Haken dran. Ja, was kann man trainieren? Gibt es etwas, was die Eltern schon ohne Trainer übernehmen können? Ja, Bleib. bleib. Also ich wäre auf jeden Fall für bleib. Bleib ist so wichtig. Targets. Ich arbeite unfassbar gerne mit Targets. Was ist ein Target? Target kommt aus dem englischen Wort Ziel. Ein Target ist nichts anderes als eine optische feste Markierung für mich. Das kann der Fußläufer vor der Tür sein, ein Körbchen, der Läufer im Flur. Ich habe auch einen Läufer in der Küche. Liegt daran, dass mein Hund immer überall ausrutscht. Aber es gibt neuralgische Punkte, an die ich einen Hund immer hinschicken kann.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen engen Flur habe, ich will jetzt aber die Kinder fertig machen, der Hund braucht sein Geschirr, ich muss mich anziehen. Das heißt, das ist eine Situation, die nicht für jeden Hund super gut ist. Das heißt, ich kann zum Hund sagen, bitte geh auf den Läufer im Wohnzimmer mit Blick auf den Flur, dort bleibst du. Ich mache dann Bleiben, erstmal genau. die Kinder fertig, mache die Haustür auf oder bei mir die Wohnungstür und könnte dann sagen, die Kinder können auch sehr gut Tagetraining. Man kann den Kindern sagen, ihr bleibt bitte hier jetzt im Flur, dann mache ich den Hund fertig oder umgekehrt, ist egal. Aber den Hund auf verschiedene Orte schicken zu können, die brauchen übrigens alle nicht einen unterschiedlichen Namen. Ja, Ja, genau. bei Also wenn mir der Hund das heißt Gleiche es, tun soll, ne? Genau. genau, bei mir heißt es immer Decke, egal wo drauf. Ich Ja. zeige auf einen Läufer oder ich zeige in eine Ecke oder ich zeige auf eine Stufe und sage Decke und der Hund weiß das, der begibt sich dorthin, der setzt sich dorthin. Das habe ich ihm beigebracht, indem ich ihn dafür belohnt habe und das ausgedehnt habe. Und so kann man im Alltag unheimlich gut reagieren, wenn man Ja. sieht jetzt, oh Gott, das Kind kommt jetzt wie ein D-Zug hier an. Mit dem Spielzeug in der Hand, da kann ich meinem Hund sagen, auf die Decke, ja, geh mal Ja. da rüber zur Seite, chill da mal. Ich beschäftige mich mit den Kindern, dann bitte ich die Kinder, sich mit irgendwas zu beschäftigen und beschäftige mich mit dem Hund, sodass man auch immer guckt, dass man genug Zeit auch für beide, auch einzeln und dann natürlich auch je nach Alters entsprechend auch gemeinsam mit dem Hund Dinge machen kann. Ja, und sowas entspannt ja viele Situationen. Wenn du sagst, diese Situation im Flur mit Fertigmachen, wenn da alle durcheinander wuseln, dann ist es irgendwann mit Sicherheit mal für den Hund zu eng. Und das sind Situationen, wo so Beißvorfälle auch mal entstehen können. Ja. Und dann zu sagen, Hund, ich habe da ein Target, eine Decke, was auch immer, wo du, was du gelernt hast, wo du hingehen kannst. Und natürlich kann man den Hund da nicht hinschicken und sagen, bleib da eine Viertelstunde einfach sitzen oder liegen. Das muss man natürlich langsam trainieren. Ja. Aber wie einfach ist es, sich Leckerchen in die Jackentasche, Hosentasche, wie auch Ja. immer zu stecken und am Anfang zwischendurch hinzugehen und zu belohnen. Wenn das so eine Situation vermeidet, das ist doch Ja. einfach. Ja, und das ist einfach wirklich so toll, wenn man seinen Hund schicken kann, wenn ich sagen kann, so Küche, du gehst mal da lang, so Kinder, so lang, ne? Ja. Ja, das entspannt die Situation und dafür braucht es nicht viel Training, weil ich ja immer wieder das Gleiche mache mit den Ja. Targets. Das Wiederholung kann man sich jeden Tag schaffen und Ja. das ist optimal, ja. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir hier sprechen über das Thema nach dem Beißvorfall, kann man natürlich so ein Training auch erstmal in einem Raum machen, im Flur, ohne dass die Kinder anwesend sind. Genau. Und später kann man dem Hund dabei aber auch einen Maulkorb aufsetzen und dann muss man halt seinen Keks durch den Maulkorb stecken. Aber das kann man wahrscheinlich trotzdem machen, schon mal ohne Trainer. Ganz genau. Oder durch eine Futtertube, durch einen Maulkorb geht Genau. manchmal ein bisschen besser. Ist manchmal ein bisschen schwierig, dann Keks durch den Maulkorb, Ja, das wenn kommt man. immer darauf an, was für einer das ist, ne? Wie die Ja. Löcher sind oder die Ritzen. Genau. Genau. Ja. Also das kann man immer üben. Vor allem die Ansprechbarkeit des eigenen Hundes verbessern. Ja, Ja. den Namen des eigenen Hundes, den verbraten wir ja sehr gerne, weil wir ihn sehr häufig für alles Mögliche. Man kann zusätzlich so eine Art Orientierungssignal aufbauen, dass man nicht so einfach verbrennt wie den Namen. Schau mal zum Beispiel. Ja. Schau mal, der Hund schaut in unsere Richtung. Jetzt hängst du gerade. Jetzt hast du gerade gehangen. Schau Ja. mal, und der Hund guckt in unsere Richtung, habe ich noch gehört. Genau. Du sagst, schau mal, der Hund guckt in deine Richtung und dafür wird er belohnt. Das wird immer Ja. wiederholt, sodass wir, wenn es auch mal ein trubeliger Alltag ist, wir haben Besuch und alles und ich möchte den Hund ansprechen und dann sage ich, schau mal und der Hund guckt und ich sage, super, geh mal bitte auf deine Decke. Also diese Ansprechbarkeit finde ich extrem wichtig drin wie draußen, Ja. dass wir da viel Zeit investieren, immer und immer. Uns dann hilft. Ja, ich habe gerade nicht so gutes Internet zwischendurch, deswegen hast du nochmal gehangen, aber ich glaube, dass es halt hilft, dem Hund im Zweifel da mal rauszuholen. Ja, Ja. genau. Macht es Sinn, ein Entspannungssignal zu trainieren? Wahrscheinlich auch, ne? Macht immer Sinn. Macht Man immer muss sich Sinn. Ja, nur, ist wie Bleib. ja, Macht immer Sinn. es, ja, Entspannungssignale sind toll. Man muss sich nur klar machen, es ist natürlich ein langer Weg, so ein Signal aufzubauen. Ja. Und die Haltwerts
Zeit ist halt sehr gering. Also wenn der Hund ist in der Anspannung, ich kann mein Entspannungssignal sagen, die Entspannung setzt ein, aber sie setzt nur für 1, 2 Sekunden ein. Das heißt, einem muss schon sehr klar sein, dass Entspannungssignal niemals alleinstehend für irgendwas benutzt werden kann, sondern ich kann ganz kurz unterbrechen, muss aber dann sofort ein Alternativverhalten folgen lassen, den Hund um irgendwas bitten, sich hinzusetzen, auf seine Decke zu gehen, was auch immer in welcher Situation notwendig ist oder umzudrehen. Hallo, guten Tag. Genau. Ja, aber wenn man Das eine ist Situation nochmal. hat, wo es schon kurz vor knapp wäre, könnte man so den Hund besser ansprechbar machen, Einmal um die nochmal. Situation aufzulösen. Ja. Ja, das auf jeden Definitiv. Fall. Ja. Und ein Umorientierungssignal ist auch gut in dem Moment. Ja. Genau, da kann man, ich benutze gerne wenig Signale, weil man muss halt alles lange Trainieren. trainieren, also viele Wiederholungen. Deswegen ist Ja. Umorientierungssignal und Aufmerksamkeitssignal ist bei mir quasi alles das Gleiche, ne? Ich sag Ja. was, der Hund dreht dazu die Rübe rum, das ist alles für mich ein Signal. Ja. Und auch außerhalb von Kinderdingen ist das auch cool. Ja, Genau. Okay. definitiv. Und wichtig, diese Situationen selber trainiert ihr bitte nicht alleine ohne Trainer. Wenn man wirklich so eine Situation nochmal trainieren will oder das kleinschrittig irgendwie wieder vernünftig herstellen und entspannt herstellen möchte, bitte nicht alleine. Auch unabhängig vom Kind, immer bei jedem Ja, Beißvorfall, bitte. definitiv. Also wenn Zähne im Spiel sind, muss der Profi einmal ran. Das ist einfach Ja, Fakt. genau. Ich operiere mich auch nicht selber, ich gehe dann auch zum Chirurg. Okay, dann haben wir das. Dann wäre die nächste Frage, wie kann man im Alltag damit umgehen? Also wie kann ich meinen Alltag nach so einem Beißvorfall machen, dass unser Alltag funktioniert, aber auch das Zusammenleben? Gibt es da irgendwas, wahrscheinlich auch wieder Targets? Ja, klar, solche Dinge, einen Hund irgendwo hinschicken können, ist halt immer super wertvoll. Dann aber eher noch die Ursachenforschung, ne? Also, wenn ich ja weiß, was jetzt der Grund war, ist es sehr häufig, war der Grund jetzt nicht ein dauerhaftes Problem. Ja. Ja, also klar, wenn ein Hund Ressourcen verteidigt, ist das etwas dauerhafter das Problem. Wenn es aber um eine enge Situation geht oder ein Kind, das vielleicht mal richtig ins Fell gepackt hat von Ja. einem Hund aus Versehen oder sowas, dann ist das kein dauerhafter Zustand. Das heißt, da würde ich ein bisschen unterscheiden zwischen einem dauerhaften Problem und einem Problem, das es in Zukunft nicht mehr gibt, weil man die Situation Ja. weiß und verbessern konnte, genau wie das Schmerzthema. Wenn das Schmerzthema weg ist und wir haben dann kein Problem mehr, gibt es überhaupt nichts mehr zu beachten im Großen und Ganzen. Ne? Ja. Natürlich immer wieder gucken, Schmerzmedikamente müssen unter Umständen auch mal wieder angepasst werden. Ja, und wenn es ein dauerhaftes Problem sind, dann sind wir wieder bei den Managementmaßnahmen. Wir sind beim Tagetraining, wir sind beim Leibtraining, optische Barrieren für die Kinder, Ja. bis das ganze Thema jetzt quasi trainerisch aufgearbeitet ist, sage ich mal so, das Ja, Verhalten ja. verändert wurde. Ja. Ja, und auch wenn es nur was von kurzer Dauer war, kann man wahrscheinlich trotzdem immer einmal kurz über sein Wohnumfeld gucken und den Ja. Alltag oder die Abläufe im Alltag, ob man irgendwas auseinanderfrickeln kann, dass man einfach mehr Abstand schafft oder weniger Gewusel, alle durcheinander und solche Dinge. Dass man einfach so ein bisschen, vielleicht Genau. kann man sagen, Oder Struktur da Raum reinbringt. schaffen. Raum schaffen Raum hilft auch schaffen, ganz genau. oft, wenn es ein bisschen eng ist in der Wohnung. Und ich sagen kann, okay, dieser eine Sessel, der kann auch rausfliegen. Ja, dann habe Ja. ich mehr Platz, ich habe weniger Engstellen. Oder im Flur müssen da 40 Jacken übereinander hängen, dass nur noch der halbe Flur begehbar Ja. ist oder so. Ne? Das Ja. sind Kleinigkeiten, die einen im Alltag überhaupt nicht stören. Aber wo man dann sagen kann, okay, wenn dies oder jeniges Problem vorhanden ist, dann schaffe ich durch Raumöffnen unheimlich viel Entspannung. Probleme schon mal weg. Ja, Ja. Entspannung, Ja. genau. Genau. Okay. Cool, das finde ich wichtig. Nächste Frage. Wie kann man Kind und Hund wieder zusammenführen, wenn sowas passiert ist?
Also ich würde immer damit anfangen, ja, wieder gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Gemeinsame Erlebnisse, die halt auch für das Kind schön ist. Das ist ja klar, jetzt immer abhängig ein bisschen vom Alter des Kindes, aber wenn das Kind zum Beispiel total den Dino-Park liebt, ja, dass man mit Hund und Kind in den Dino-Park geht, dann kleine Einheiten schafft, wo man vielleicht, guck mal, sag mal, sitzt jetzt, ne, zum Hundchen, komm, wir setzen den Hund ab, machen Bleib und dann gucken wir uns den Dino an. Zum Beispiel, also da immer wieder rein integrieren, je nach Alter des Kindes, finde ich auch total wertvoll, wenn das Kind lernt, den Hund zu steuern. Also wenn Kind lernt, Sitz oder Platz zu geben, ohne dass die Belohnung dann dem Hund vom Kind gegeben wird, sondern entweder von den Eltern oder das Kind, wenn es werfen kann, wirft was weg. Dass ein Kind lernt, ich kann so einen Hund auch steuern. Und vor allem stoppen. Genau, ich kann ihn stoppen, ich kann ihn steuern. Auch Tagetraining kann man auch Kindern schon zeigen, dass wenn das Kind sagt, okay, jetzt hier im Flur, dass man sagen kann, Schatz, schau mal, sag mal hier Decke, der Hund geht ins Wohnzimmer, du kannst hier ganz bequem durchgehen, wunderbar. Und ich bin natürlich trotzdem wie immer in deiner Nähe. Genau, ganz Auch wichtig. das, ja, auch das finde ich total sinnvoll, je nach Alter, dass hat jemand gerade echt schlechte Laune hier? Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video überhaupt zu hören ist. Okay, dann ist gut. ja, also immer schöne Dinge, gemeinsame schöne Erlebnisse sind toll. Dass das Kind auch wieder sieht, dass der Hund sich völlig normal und freudig verhält. Dass man sich nochmal hinsetzt mit dem Kind. Es gibt so schöne Bücher, es gibt schöne Videos, dass man Körpersprache dem Kind nochmal zeigt. Guck mal, wenn der Hund so, wenn der Hund so, so und so, ne? Finde ich total wertvoll, dass man sich da ja, die Zeit nimmt, ja, dem Kind einfach nochmal zu zeigen, welche Situationen gehst du lieber sofort zur Mutti oder welche Situationen sind okay. Und ansonsten natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen, in keiner Situation, never ever, immer dafür sorgen, dass, wenn man gerade nicht gucken kann, dass da eine Trennung vorhanden ist. Ja, und Kindergitter sind da echt tatsächlich eine gute Sache. Oder Welpengitter. Oder wenn, also ich finde die Idee von dir auch schön zu sagen, wenn sowas vorgefallen ist, machen wir erstmal 1, 2, 3 Tage, wie auch immer, mal einen richtigen Cut, dass alle mal durchatmen können. Und wahrscheinlich macht es danach, ist es halt auch entspannter, ne? Ja, Also, ganz du wirst es ja genau. aus einem Grund so machen, du wirst ja deine Erfahrung gesammelt haben. Richtig, weil man sich nochmal besinnen kann. Wie war es denn vor diesem Vorfall? Der Hund ist jetzt 2 Jahre in der Familie, hat nie irgendwen irgendwas gebissen oder irgendwie was getan. Und es gab nur diese eine Situation. Und diese eine Situation haben wir dann analysiert und können sagen, okay, ne? Wir haben es nicht mit einem Hund zu tun, wo wir vermuten, dass das jetzt jeden Tag passiert, sondern dies und das war die Ursache. Die haben wir behoben oder werden wir beheben oder sind dabei. Aber ansonsten ist es noch dieser Hund, den du 2 Jahre hattest vor dem Beißunfall. Es ist ja immer noch. Ja, und das ist schön, dass du es sagst, weil das finde ich ganz wichtig, dass das einfach, ja, dass man das nicht vergisst, ne? Dass das immer noch der Hund ist, den man 2 Jahre lieb gehabt hat, und wo man vielleicht stolz darauf war, dass das auch so gut klappt. Und weil ein einziges Mal was passiert ist, wo vielleicht einfach was halt echt unter Kategorie total blöd gelaufen ist, richtig blöd, hätte nicht sein sollen, aber es halt passiert, läuft, macht ja den Hund nicht schlecht. Und es Ganz zeigt genau so wahrscheinlich ist in es. den meisten Fällen nur, dass der irgendwo überfordert war mit dem, was da war. Ja, Ja. definitiv. Okay. Was ist dein Wunsch an Familien mit Kind und Hund? Meine letzte Frage an dich. Ja, mein Wunsch wäre, dass man sich vor der Anschaffung des Hundes informiert, dass man vor der Anschaffung des Hundes einen Trainer konsultiert.
mit dem durchspricht, welche Rasse haben wir vielleicht in der Auswahl. Ja. Dass ein Trainer sich vielleicht mal das Zuhause auch und die Kinder anguckt, weil es gibt ja wahnsinnig quirlige Kinder, es gibt aber auch total schüchterne Kinder. Und auch dahingehend kann man die Rasse versuchen, bestmöglich auszusuchen, ne? Auch Ja. innerhalb einer Rasse gibt es völlig unterschiedliche Charaktere, aber man kann zumindest versuchen, im Ansatz so viel wie möglich da schon mal auszuschließen, dass man, wenn auch der Hund schon im Haushalt ist, dass man wirklich einen Schwerpunkt auf die Körpersprache von Hunden legt, dass man sich die Bücher reinzieht, die Videos, alles, was es gibt, dass man, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwo vor Ort so eine gut moderierte Welpengruppe oder Spielgruppe zu besuchen, einfach nur als Zuschauer, und sich da Und zu vielleicht was lernen. mitnehmen kann. Ja. Genau. Was ist denn Spiel überhaupt? Was ist Mobbing? Wie sehen Hunde untereinander aus, wenn sie einen Konflikt haben? Wie lösen Hunde einen Konflikt und Ja. so weiter? Dass man sich also wirklich, wirklich intensiv mal mit dem Thema Körpersprache der Hunde beschäftigt. Und ich glaube, damit kann man unheimlich viel Vorarbeit leisten, dass es wirklich in den wenigsten Fällen sind Beißvorfälle entstanden, wenn es kein Problem in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund war. Ja, sprich Hund ist da übrigens ganz toll. Da kann man ganz viel über Körpersprache lernen. Christiane hat schon ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Ja, und das ist auch meine Erfahrung. Viel wird falsch gedeutet oder übersehen. Ganz genau. Ganz genau. Und das wäre so für mich das Wichtigste, wenn man das ein bisschen versteht, wenn man sich da ein bisschen reinliest. Man kann auch einen richtigen Spaß daran entwickeln, sich da so weiterzubilden und das Auge drauf zu haben, auch wirklich zu gucken, also dass man die Kinder mehr in die Verantwortung noch nimmt als den Hund, Ja. weil Kinder eben komplexeres Denken frühzeitiger, ja, zur Verfügung haben, als es ein Hund hat und dem Kind eben klar macht, wenn der Hund irgendwo liegt, der wird nicht drangegangen oder wenn er in seinem Körbchen liegt, da gehst du nicht dran. Wenn der Hund zu dir kommt, ist es okay. Ne? Hunde nicht bedrängen, nicht nach Hunden greifen, nicht an Ja. Hunden ziehen, Ja. nicht auf Hunde zustürzen, nicht Hunden auf den Kopf patschen. Ja. Lauter solche Geschichten, da sind die Eltern auch gefordert, dem Kind da auch Regeln zu vermitteln im Ja. Umgang mit Hund. Und streicheln zum Beispiel könnt ihr eurem Kind ganz toll an einem Kuscheltierhund beibringen. Was geht, was, also wie kann man einen Hund anfassen? Und dann ist der eigene Hund geschützt, weil er diese ersten Versuche nicht abbekommt. Ja. Okay, schön, vielen Sehr Dank. schön, Dann wären wir am Ende. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder war das jetzt vor Nö, allem dein dringender eigentlich Wunsch? haben wir alles, was mir Schön. wichtig ist, besprochen. Ja. Und ja, ich kann immer nur hoffen, dass nichts passiert, aber wenn mal was passiert, nicht direkt den Kopf verlieren, erstmal Ja. durchatmen, ne, für ein bisschen Distanz sorgen, das Ganze mit Ja. einem Trainer aufarbeiten, denn Hunde mit Beißvorfall möglichst schnell irgendwie auch abzugeben. Ja, es sorgt halt auch dafür, dass der Hund unter Umständen ja von Hölzchen auf Stöckchen kommt und Ja. man kann es in den Eigentlich in nahezu allen Fällen kann man das Problem lösen. Schön. Und das ist wichtig, dass du es sagst, weil man natürlich im allerersten Moment einfach nur verunsichert ist und nicht weiß, was man tun soll. Und ich finde die Info nochmal ganz wichtig. In den meisten Fällen kann man da was dran tun. Ja, es sind Also wirklich ihr müsst wenig euren Fälle, wo lieben man es Hund nicht oder kann. Ja. geliebten Hund deswegen nicht sofort abgeben. Und ich kann es verstehen, wenn der Impuls erstmal da ist. Und deswegen die Idee zum Trennen und dann mal kurz drüber nachzudenken und dann anzufangen, finde ich gut. Cool, dann haben wir viele tolle Infos. Ich bedanke mich. Sehr Setze schön. Ich zu danke Karin auch. nochmal alle Infos in die Beschreibung natürlich, und alle Links. Und sollte jemand Fragen haben, schreibt gerne in die Kommentare. Dann werden wir versuchen, alles zu beantworten. Wenn ich die Antworten nicht weiß, werde ich Karin ins Boot holen. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet jetzt was für euch mitnehmen und wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Training. Tschüssi!